Hallöchen Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Breathland Wizard. Weiter geht es. Wir kämpfen hier das erste Mal gegen einen gelbschwertigen Gegner. Wie seid ihr denn an unseren Geistern vorbeigekommen? Das war euer Werk? Ihr seht mir aber nicht wie ein erfahrener Totenbeschwörer aus. Das war nicht schwer. Wir mussten das magische Elixier einfach aus dem Friedhof über den Gräbern ausschütten. Und woher habt ihr dieses magische Elixier? Wir haben es eigentlich aus der großen Bibliothek gestohlen. Was geht hier vor? Sind die Weisen inzwischen wirklich so unaufmerksam? Das kann nicht sein. Okay, wir kämpfen gegen Level 3er Banditen. Bogenschütze, erfahrener Räuber auf der Suche nach einem schwachen Opfer, schießt und hat einen Skill, die Trillerpfeife. Inspiriert Banditen durch mehr ausgeteilten Schaden. Und der Bandit, gerissener Räuber, gefürchtet im Berg und Tal, verliert nach dem Tod Münzen. Na, die können wir also im Prinzip dann einsammeln, sobald wir dort angekommen sind. Hier haben wir ein Buch. Das können wir jetzt nutzen für den da vielleicht. Ah, ich habe dem einen Zauber gegeben. Ist das tatsächlich so? Okay, das müssen wir gleich nochmal identifizieren. So, ich möchte die Info. Ah, okay, tatsächlich. Beschwörung, das würde natürlich den Schaden, die physische Panzerung oder das Tempo des Tiers. Aha, interessant. Piu! Aua. Ja, das hat weh. Den haben wir erstmal, das heißt, wir laufen erstmal über darüber, kriegen nämlich 4 Gold und laufen dann langsam zu dem hin. Wir laufen ein Stück zurück, damit er keinen Gegner starten kann. Nein, ich habe einen verloren. Huah. Ey, die haben was gegen meine Bogenschützen, glaube ich. Zack! Ich liebe diese Schmiede, Leute. Weg damit. Ich laufe erstmal dahin, ist okay. So, der haut dem erstmal eins auf den Deckel. Dann kommt sie hier hin und greift nicht an. Okay, ne? Wenn sie sich fertig bewegt hat, kann sie nicht mehr angreifen. Man könnte ihn natürlich auch nutzen, um zu buffen. Ne? Das könnte man auch machen. Ich glaube, sinnvoller ist es jetzt einfach, straight Damage rauszuhauen. Ah, der Schaden ist schon geil, ne? Piu! Gerade wenn man irgendwann so 10 Leute hat oder so, ist der Schaden einfach enorm. Und ihr seht hier, die werden geheilt, muss dafür allerdings 14 Gold bezahlen. Ich habe 81 Gold bekommen. 14 Gold bezahlt, habe also einen Gewinn von 67 Gold. Das finde ich ganz cool, dass die Einheiten wirklich im Prinzip niemals wirklich verloren gehen können, sondern wir heilen sie halt immer wieder. So, dann haben wir ein Dörr in ein Lager, wo wir neue Leute haben. Endlich, das Lager der Bergwacht. Hier können wir Vorräte auf- oder neue Rekruten anheuern. Es gibt ja sogar Lehrlinge. Hier sehen sich also die verstoßenen Schüler an. Wir sollten unsere Gruppe stärken, ehe wir weitermachen. Ja, kostet natürlich 70 Gold und 100 Gold pro Einheit, ne? Haben wir derzeit noch nicht. Gehen also erst einmal zur Höhle. In diesem Verlies verstecken sich oft Banditen. Pass auf! Die Höhle betreten. Scheint grün zu sein. So, wir laufen. Ich weiß nicht, der Zauber, den finde ich jetzt nicht so praktisch von ihm tatsächlich bisher. So, werden wir es doch so den Bogenschützen, der etwas gefährlicher ist, anzugreifen. Leider haben wir nicht ganz eine Einheit weggeschafft, sonst würde er weniger Schaden verursachen. Flup! Der Damage ist schon abartig, ne? Ah, das ist schon cool. 30 bis 39, damit macht er auf jeden Fall etwas weniger Schaden, weil er halt nur noch alleine ist. Und ihr seht, 2 Damage macht er. Ist halt aufgeschissen. Ich kann mich theoretisch bewegen und trotzdem noch casten, ne? Der Schaden wurde erhöht. Ah, greif dann einfach so an. Let's go. Kein Verlust. 30 Gold, 23 Erfahrung. Ist jetzt nicht viel, aber immerhin. Okay, damit... Ah, okay, können wir immer wieder trainieren. Verstehe. Verstehe, verstehe. Tja, ich würde tatsächlich gerne einen Bogenschützen mitnehmen. Ich musste echt was kaufen, sonst kam ich nicht weiter. Das ist ja faszinierend. Der ist gelb. Schau, da rauscht eine Lawine herunter. Nur die Ruhe. Ich habe einen Trank, mit dem man eine Lawine aufhalten kann. Aber er funktioniert nur ein einziges Mal. Okay. Ach so, wir können uns jetzt entscheiden, entweder wir kämpfen gegen die Golems oder gegen den Frostwolf. Der Frostwolf ist in der Regel etwas schwächer. Welche Schlacht hätte auf einer anderen Straße auf uns gewartet? Ah, wir greifen an, passt schon.
Wer hat die Wölfe freigelassen? Wer? Wer war das? Egal, Moment. Der Trubel geht erst richtig los. Moment mal. Cool, Schneewolf, der in den Bergen lebt. Magischer Biss. Das heißt, wir werden versuchen, ihn erstmal zu fokussen, um ihn rauszuholen. Wir können jetzt etwas bewegen. Und gleichzeitig noch ein Dings rauscasten und wir kriegen etwas mehr Verteidigung, okay? Ist jetzt nicht so das, was ich haben wollte, aber ist in Ordnung. Er hat ziemlich viel Leben. Er ist einfach bei 100 Leben, würde ich mal behaupten. Aua. Ja, er kann sich nicht bewegen. Das ist das Gute daran. Wir gucken. 105 Leben hat er tatsächlich. Zack. Tja, das ist natürlich doof. Wir werden ihm ein bisschen das Leben wegziehen, damit er eben nicht mehr so viel Schaden machen kann. Na, macht halt nur noch halb so viel Damage. Mhm. Greifen wir den an und killen ihn. Greifen den an und machen super viel Damage. Und wir greifen den damit an. Zack. Ah, ich liebe diese Schmiede, Leute. Wirklich, die sind einfach das Geilste überhaupt in dem Game, glaube ich. Einfach so strong. Und das gleich am Anfang. Hallo. Ah, es gibt sicher noch. Ich weiß nicht, ob es hier neue Einheiten gibt. Ich hoffe natürlich. Wir haben leider 16, oh, drei Einheiten davon verloren. Jeweils 5,3 Gold. Interessant. So eine ungerade Zahl. Was ist denn da drüben? In der Wolfshöhle hat jemand einen Umhang verloren. Hoffentlich konnte der Besitzer entkommen. Du hast den Mantel der Reisenden erhalten. Plus 20% physische Rüstung für Frostbogenschütze und eine Rüstung. Sehr nice. Uff, da haben wir Frostkrieger. Da sehen wir, du hast Zugriff auf neue Ausrüstung. Ja, danke. Danke, danke. Na, jetzt haben wir Ausdauer 2 und natürlich hier diesen Bonus. Physische Rüstung für Frostbogenschützen. Hier sehen wir schon, der ist einfach ein fetter Bossgegner. Genauso wie er ist schwieriger, weil er einfach absolut rot ist. Da ist nämlich die große Bibliothek. Gehen wir also erst einmal einen neuen Lehrling holen. Guck mal, ich kann sogar hier wieder rein. So viel Gold holen wie möglich. So, die wiederholenden Kämpfe, die können wir ja mal rausschneiden, denke ich. Die müssen wir uns nicht tatsächlich nicht mal angucken, aber es ist ganz gut, um hin und wieder Geld zu bekommen. Jetzt können wir ziemlich einen zusätzlichen Bogenschützen holen. Ja, das ist tatsächlich pro Einheit, ne? 5 bis 7 Schaden pro Einheit. Und wenn wir hier raufgehen, müssten wir theoretisch den Gesamtschaden sehen. Na, sehen wir nicht. Was ist das? Was? Achso, das ist zum Entfernen gewesen. Ja, verstehe ich noch nicht ganz. Ach, guck mal, je nachdem, wie welche Einheit ich in meinem Team drin habe. Ach, das ist meine Gruppe, verstehe. Alles klar, vergiss es. Hier können wir noch 2 weitere Einheiten reinpacken. Je nachdem, was ich in meiner Gruppe habe, wird der stärker oder schwächer. Witzig. Also wird sofort angepasst. Sehr nice. Noch mehr Geister, ich kann sie kaum zählen. Wir werden sie erledigen, wie die anderen auch. Ihr Bogenschützen steht ja weit genug von ihnen weg. Aber ich muss in den Nahkampf. Tja, dafür hast du dicken Verdammt. Diese Kreis besitzen magische Kräfte, ein magischer Schuss. So, na dann laufen wir nach vorne. Und ich denke, die sind gefährlicher, oder? Die weißen, die blauen. Zack. Ja, da muss ich leider mal sehr viel bewegen. Ein Stück näher ran. Leider hilft das nicht viel. Verängstigt. Widerlich. Aber noch hatten wir volle Einheiten. Piu! Nur noch einen immerhin. Wir können den da machen, damit er nicht so viel Schaden macht, damit wir eben nicht so viel Geld verlieren. So. Killen wir mal, das ist in Ordnung. Gehen auch auf den da. Fokussen wir den starken. Uff, nice. So, booste den mal. Na, leider nur Defense hoch, schade. Nicht den Schaden erhöht. Ich hätte mich vorher schon bewegen sollen, letzte Runde. Dann wäre es optimaler gewesen. Ich habe mich mit dem falsch bewegt. Ich hätte erst hier unten hinlaufen müssen. Kann nämlich sein, dass ich eben nicht mehr mit dem genau. Mit dem kann ich jetzt nämlich nicht angreifen, weil ich zu dumm gewesen bin. Ah, schlimm. Tja, wenn man nicht so intelligent ist, dann verkackt man halt nur mal den einen oder anderen Zug, ne? Daraus lernt man aber. So, 14 Gold wieder bezahlt. Wir haben Level 3 erreicht, ne?
Führung plus 40. Du kannst deiner Krieger und 3 neue Talentpunkte. Sehr nice. Wir haben 4 Punkte. Wir können natürlich Bogenschützen starten ohne Strafe einen Gegenangriff. Ah, ich glaube, wir gehen erstmal hier hin. Plus 10% auf Einkommen durch Schlachten. Plus 1 auf Magie zu Beginn einer Runde. Oh, ich finde das mit dem Geld ganz gut. Nächste Runde können wir, nächstes Level können wir das machen. Wobei, hier haben wir erstmal einen anderen Laden, ne? Hier ist, glaube ich, noch was anderes zum Kaufen. Ausrüstung, glaube ich, kann man hier kaufen, wenn ich mich recht entsinne. Das ist die beste Schmiede weit und breit. Für eine bescheidene Gebühr werde ich euch helfen. Unser bester Schmied kann Hämmer mit magischen Eigenschaften schmieden. Wie es das Glück so will, gibt es heute ein Sonderangebot. Ich kann sogar den Schmied kaufen, sehr nice. Und den Blitzhammer. Fügt dem Gegner aber einen magischen Schaden durch Blitze zu. Das ist die Fähigkeit für ihn. Das heißt, wir dürften aktuell erstmal kein Geld raushauen. Hier ist ein Gegner, der etwas gelblich ist. Interessant. Piu! Weggeaimt einfach. 60 Gold haben wir bekommen. Wie viel Gold haben wir? Haben wir genug für... Schwierig. Also wir müssen tatsächlich gegen einen von den beiden kämpfen. Gegen den werden wir nicht kämpfen, weil das ist ein Eiskrieger, der super, super Boss-Level hat. Das heißt, wir müssen gegen den kämpfen. Das heißt, es wäre schon sinnvoller, sich noch eine Einheit zu holen. Und ich würde vermutlich, eigentlich würde ich tatsächlich sogar den bevorzugen. Aber da wir das Gold haben, ich hätte mir natürlich gerne so einen Schmied geholt. Okay, wir nehmen Bogenschützen mit, alles klar. Leider immer noch, wobei ist es orange geworden, ne? War das vorhin auch orange? Ah, ich müsste hier auf die Farbe gucken sollen. Ihr habt hier nichts zu suchen. Verschwindet da, wo ihr hergekommen seid. Aber wir müssen in die große Bibliothek. Es ist dringend. Die gehört jetzt uns. Die Ältesten müssen für uns Elixiere zubereiten und wir verdienen damit Gold. Wie schrecklich. Ihr müsst damit aufhören. Dazu müsst ihr uns schon zwingen. Wir haben unsere Pfeile verflucht. Das werdet ihr niemals überleben. Tagelöhner, scheut keine Arbeit. Das ist ganz normal wie mein normaler Magier. Und der Meuchelmörder mit einem Giftschuss folgt dem C2 und lang Schaden zu. Schießt keine Entfernungsstrafe. Ein typischer Söldner in deine Assassinengilde. Das heißt, er kann über die gesamte Map schießen ohne Schadensreduktion. So, wir werden ihn verbessern. Okay, schade. So, wir werden ihn also erstmal angreifen. Der Rest ist einfach nur normale kleine People. Er wird wahrscheinlich auch hier oben lang laufen. Ja, geil. So. Das ist natürlich sinnvoller wahrscheinlich, eher in den Nahkampf zu switchen. Problem ist tatsächlich, dass ich... Wir laufen mal hier hin. Ah, diese keine Entfernungsstrafe gibt mir so auf die Eier. Ah, ist das immer fies. So, 20 bis 28. Wir werden einfach mal versuchen, uns selber zu verteidigen. Ah, ist noch blockiert, okay. Ach, diese Einheit ist blockiert, okay. Immer noch blockiert. Schwierig. Wenn ich jetzt Angriff gegen einen Gegner schlag, das ist auch doof. Ah, verteidige ich mal. Dann werden wir mal hier hingehen, damit er uns eben unseren Dings nicht mehr angreift. Unseren Bogenschützen. Ja, das ist eklig, muss man sagen. Das ist wirklich sehr eklig. Wir gehen erstmal zu ihm. Wir werden ihn noch buffen. Mehr Schaden, sehr nice. So, du kriegst jetzt Schaden noch ab, damit wir dich schneller killen können. Das sind nämlich 2 auf ihm drauf. Patsch! Der greift die ganze Zeit an. Der hat irgendwas gegen meine Bogenschützen. Bedauerlicherweise. Sehr gut, tot. 14 bis 16, kriegen wir hin. Wir müssen natürlich super viel Geld bezahlen dafür dann. Später, aber das macht nichts. Dafür, es ist ein harter Kampf gewesen tatsächlich. Das dürfen wir tatsächlich mal machen. Etwas Geld verlieren. So. Wieder blockiert. Wir warten mal kurz ab. Ich glaube, warten bedeutet, dass ich gleich wieder dran bin. Ja, genau.
Defense würde bedeuten, wir kriegen weniger Schaden. Warten bedeutet, wir warten, bis ein anderer fertig gewesen ist, kommt dann wieder dran. Leider nur 64 Gold plus gemacht. Ist jetzt nicht so viel gewesen. Wieder so ein starker, aber wir haben wieder ein Dingens, wieder das hier. Kann mich. Ich brauche noch ein bisschen. Das gibt nämlich einen Trick, wenn du nämlich außerhalb des Radius bist, dann läuft der automatisch sofort dahin, ohne diesen Weg hier zu laufen. Und dann muss die Karte allerdings noch etwas größer werden. Wir haben sogar eine Schatzkiste da oben, seht ihr das? Werden wir uns gleich mal holen, wa? Sehr nice. Etwas mehr Schaden. Na, dann gucken wir uns das mal zusammen an. Frostfall auf den Banditos. Bam! 37 Damage, schon geil. Ja, die Banditen wurden etwas gepusht. So, dich kill ich, damit du kleiner da oben langlaufen kannst. Sehr gut. Der läuft hier rüber und kriegt Geld. 6 Gold, sehr nice. Wir dürfen ihn halt noch nicht töten, ne? Weglaufen geht, glaube ich, gar nicht in dem Game von den Gegnern. Ich glaube, die laufen nicht weg. Piu! Und wir haben nochmal 30 Gold extra bekommen. Sehr, sehr nice. Na, das war gut. Ich würde nämlich ganz gerne gleich das für 200 kaufen. Oder auch noch nicht. Naja, lass uns noch einen Schmied kaufen. Das ist okay. Ich hoffe, wenn wir so einen Schmied kaufen, sind wir erstmal auch zufrieden. 150. Ihr seht, orange, rot und Boss. Die Farbe hat sich geändert. Das habe ich gesehen. Da hat sich was geändert. Aber hier, die beiden sind immer noch gleich. Ne, immer wieder regelmäßig. Gerade weil es der Schwermodus ist, müssen wir ein bisschen mehr farmen. Haha, hier ist neue Beute. Ein paar Einfallspinsel, die einer Frau hinterherlaufen. Die haben wir im Nu besiegt. Mit eurem Gold werde ich mit einen neuen Bogen kaufen. Das sind Anfänger. Die verspeisen jetzt im Frühstück. Haben wir diese Rechtschreibfehler. Mm. Die haben auf jeden Fall eine super krasse Range, die sie nutzen können, ne? Oder die sie nutzen. Oh, schade, Bewegungsgeschwindigkeit hätte ich gerne für ihn genutzt. Bogenschütze, weg mit dir. 40 Damage machen wir. Und wir haben einen Schmied dazu bekommen. Das heißt, wir machen jetzt unglaublich viel mehr Schaden. Zack. Und baff. Naja. Nicht One-Hit, aber naja. Ey. Ah, sehr geil. Wir laufen mal zu dem hinter. Greifen mit ihm hier an. Die, gut, kann leider nichts machen. Muss sich verteidigen, damit sie nicht so viel Schaden bekommt. Aua. Aber, tat aber weh. Okay, das ist jetzt gar nicht so einfach. Die sind stark, die Gegner. Die haben was gegen meinen Schmied, ne? Muss man sagen. Hab ich gemerkt schon. Und auch der ist ziemlich angefrackt schon. Uiuiui, so viele Einheiten haben wir nicht mehr, ne? Die meisten sind tot. Nochmal ein bisschen Angriff dazu. Leider nein, Verteidigung wurde gepusht. Bam! So, auf jeden Fall ist er tot. Ah, noch nicht ganz. 6 bis 7 bringt mir halt wirklich nicht viel, ne? So. Ich hätte ein bisschen näher laufen können. Den hat es leider auseinandergerissen. Okay, die war auch ziemlich. Ach gut, war ja sowieso stärker gewesen, ne? Patsch! Ich laufe noch ein Stückchen näher. Jetzt haben wir einen schönen vollen Kreis und machen vollen Damage. Puh, ich habe auf jeden Fall 46 Gold für Heilung benutzen müssen. Krass. Aber dafür haben wir es geschafft, ne? Wir gehen gehen, aber da habe ich schon wieder grün. Gut, ja. Wir sind leider schon wieder am folgenden Ende angekommen, meine lieben Freunde. Die Zeit vergeht hier in diesem Spiel immer super schnell, weil es einfach ein super cooles Game ist. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, meine lieben Freunde. Haut rein. Ciao, ciao.